Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben letzte Woche Markus Kapitel 14, 1 bis 11 gelesen und wir würden jetzt weiter starten mit Vers 12. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren und zu liken, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Das letzte Abendmahl. 12. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, dem Tag, an dem die Passahlämmer geopfert wurden, fragten die Jünger Jesu, wo sollen wir hingehen und das Passahmahl vorbereiten? Jesus schickte zwei von ihnen nach Jerusalem, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Wenn ihr in die Stadt kommt, sagte er zu ihnen, wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm, geht hin in das Haus, das er betritt, und sagt zu dem Besitzer des Hauses, unser Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch nach oben in einen großen Raum führen, der für das Festmahl schon hergerichtet ist. Das ist der Ort. Dahin geht und bereitet unser Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genauso, wie Jesus es gesagt hatte. Und sie bereiteten dort das Passahmahl vor. Am Abend kam Jesus mit den 12 Jüngern. Als sie um den Tisch saßen und aßen, sagte Jesus, ich sage euch aber, einer von euch wird mich verraten. Einer, der hier mit mir ist. Erschrocken fragten ihn einer nach dem anderen, das bin doch nicht ich, oder? Er erwiderte, es ist einer von euch 12, einer, der jetzt mit mir ist. Denn der Menschensohn muss sterben, wie es in der Schrift schon vorausgesagt ist. Für seinen Verräter aber wird es furchtbar sein. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot und gab und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Wir lesen ganz am Anfang, dass Jesus wieder etwas vorhergesagt hat, was passieren wird. Und zwar hat er die Jünger losgeschickt, um einen Ort zu finden, wo sie das Passahmahl zu sich nehmen. Und hat gesagt, hey, geht da und dann dahin, ihr werdet einen Menschen finden, der wird euch einen Raum oben zeigen, ist schon zugedeckt. Wahrscheinlich hatte er auch eine Vision und hat alles schon vorbereitet, weil er wusste, dass Jesus kommen wird. Genau, geht dahin und fragt, wie es aussieht, habt ihr einen Raum für uns und das werdet ihr finden. Dann sind die Jünger da hingegangen und genau das haben sie auch gefunden. Das hat Jesus schon mal gemacht, sie irgendwo hingeschickt, gesagt, das und das und das und das werdet ihr finden und das ist dann auch eingetreten. Weiterhin geht es dann, dass sie das Abendmahl feiern und das Abendmahl, so wie wir es kennen. Alle 12 mit Jesus sitzen an einem Tisch und Jesus bricht das Brot. Dank dafür, sagt, das ist mein Leib, das für euch gegeben wurde. Und dann nimmt er den Kelch mit dem Wein, sagt hier, hey, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Das ist das, was den Bund zwischen Gott und den Menschen versiegelt. Und vorher sagt er auch noch, hey, einer von euch wird mich verraten. Und alle dann so, hey, ich bin's doch nicht, oder? Ich bin's doch nicht, ich bin's doch nicht. Und in einem anderen Evangelium ist er noch viel eindeutiger. Er sagt auch, dem, wen ich das Brot gebe, der wird mich verraten. Oder dem ich das Brot als erstes gebe, der wird mich verraten. Also eindeutig Judas dann. Oder er sagt, geht auch zu Judas und sagt, hey, Judas, geh, beeil dich. Es wird Zeit, dass du mich verrätst. Genau, also in den anderen ist es noch viel eindeutiger, dass Jesus auch weiß,
natürlich weiß er es, aber dass Jesus auch weiß, wer ihn verrät. Eine Sache, die ich zu dem Text einfach noch sagen wollte, ist, dass diese Sache, dass jemand ihm verraten wird und dass Jesus sterben wird und so weiter, dass alles das wurde schon prophezeit. Und alles das ist nichts Besonderes. Und Jesus wusste es schon und eigentlich wissen die Juden es auch, weil die das Wort auswendig kennen, aber es hat noch nicht jeder mit Jesus natürlich in Verbindung gebracht. Ebenfalls sagt Jesus, dass die Person am besten niemals geboren wäre, denn so schlimm wird es für sie ausgehen. Aber ja, wir lesen ja auch in anderen Evangelien noch, dass wir dieses Abendmahl auch selber feiern sollen. Wir sollen es feiern, immer wieder. Wir sollen es feiern, so wie die Juden das Passafest gefeiert haben, dass sie aus Ägypten raus konnten und dass Gott sie befreit hat. Genauso sollen wir das Abendmahl immer wieder feiern, um uns klar zu machen, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist für uns gestorben, er hat sein Leib für uns gegeben und sein Blut wurde vergossen, damit unsere Sünden vergeben werden und damit wir frei sein können. Und genau das sollen wir immer und immer wieder feiern. Und das machen wir viel zu wenig. Also, ich weiß nicht, ob du das zu wenig machst. Ich weiß, ich mache es auf jeden Fall zu wenig. Also wir haben immer mal wieder in kleinen Gruppen, dass wir immer mal wieder Abendmahl gemacht haben, aber eigentlich könnten wir das regelmäßig machen. In den Gemeinden macht man es immer mal wieder. Aber genau, also wie gesagt, falls du es schon lange nicht mehr gemacht hast, setz dich zusammen mit deiner Gruppe, mit deiner Church und feiert das Abendmahl. Denn es ist einfach was Wunderschönes, was Jesus für uns getan hat. Und wir können es einfach nicht genug feiern. Aber lesen wir noch weiter. Vers 27. Ihr werdet mich alle verlassen, sagt Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferweckt bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Petrus, entgegnete Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, beharrte Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jünger beteuerten dies. Wir sehen hier, Jesus sagt, ihr werdet mich alle verraten. Ihr werdet mich einfach verraten. Ihr werdet nicht zu mir stehen, wenn ich leide und sterbe. Und Petrus so, nee. Und Petrus ist ja eh immer übermotiviert. Aber Petrus, nein, werde ich niemals tun. So, alle anderen werden dich verraten, aber ich werde dich nicht verraten. Aber wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verraten. Und Jesus so, hey, ich mag zwar, wie du immer drauf bist, aber nein, wirst du nicht. Du wirst mich heute Nacht sogar noch verleugnen. Und die anderen Jünger auch, die sagen, nee, würden wir niemals tun. Aber Jesus hat's gesagt und wenn Jesus was sagt, dann würde ich ihnen vertrauen. Und ich kann die Jünger voll nachvollziehen. Und so bin ich auch manchmal. Es ist so, ich bin super motiviert und sage, hey, das und das und das mache ich für dich, Gott. Und das und das mache ich für dich, Jesus. Und das und das und das und das habe ich noch vor und dies und das. Aber letztendlich, wenn es doch hart auf hart kommt, dann manchmal brechen wir ein. Aber wir haben einen Vorteil gegenüber den Jüngern. Damals. Und zwar, wir haben den Heiligen Geist schon. Wir haben den Heiligen Geist. Zu dem Zeitpunkt haben die Jünger den Heiligen Geist noch nicht, der ihnen hilft, diese Dinge auch durchzuhalten und auszuhalten. Aber Jesus ist ihnen sicherlich auch nicht böse. Denn er weiß, dass diese Dinge passieren werden. Und er sagt auch noch, hey, es steht auch geschrieben. So, der Hirte wird geschlagen, also Jesus wird geschlagen und die Schafe werden dann überall hinlaufen. Wenn Jesus nicht mehr da ist für eine kurze Zeit, dann werden sie sonst wo hinlaufen und sich verstecken und Angst haben. Aber Jesus sagt, ey, das muss passieren. Und dann sagt er aber, wie ich schon gesagt habe, ich werde von den Toten auferstehen und dann werde ich auf euch warten. Aber ja, vielleicht hast du auch diese Momente manchmal, wo du denkst, nein, ich würde Jesus niemals verleugnen.
Und dann fragt dich jemand, hey, wo warst du letzten Sonntag? Und du sagst, nicht in der Kirche. Vielleicht hast du die auch mal so eine Situation gehabt. Schreib es mir noch gerne unten in die Kommentare. Aber ja, in diesen Situationen können wir nur beten und um Hilfe vom Heiligen Geist fragen, dass er uns Mut zuspricht und dass wir einfach standhaft bleiben in dieser Zeit, in dieser Welt, und dass wir einfach gehorsam sein können und Jesus nachfolgen können. Aber ja, das war's für diese Woche wieder. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt es auch unten in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ich etwas rausgelassen habe. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Halt, bevor ihr geht, ich habe hier noch zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal die Playlist von allen anderen Markus-Kapiteln, die ich bis jetzt durchgenommen habe. Und hier ist ein anderes interessantes Video. Klickt doch einfach mal drauf.